Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Mittwoch. Ich mache heute das Video nach der Schicht, sage ich mal so, damit es nachher keine Zeit kostet, weil ich eventuell noch ein kleines Treffen heute habe. Mal schauen. Und heute kommt die 16. Geschichtsstunde von Egon. Ist heute nicht so viel politisch, geschichtlich drin, sage ich mal kurz Geschichtliches gesagt. Ist alles geschichtlich. Ich meinte politisch-geschichtliches. Als ich gesagt habe, heute ist wieder mehr dabei. Heute ist es mal nicht so. Ich werde das Jahr 55, 1855 abschließen und mit dem Jahr 1856 beginnen. Die 17., das sage ich euch schon mal, die 17. Geschichtsstunde wird wieder wesentlich entscheidender für die Weltgeschichte etc. Da sind einige sehr gute Sachen wieder dabei. Ich hoffe trotzdem, dass euch die heutigen Informationen ganz gut gefallen. Was mir noch ganz interessante Sachen dabei ist, geht los mit dem 1. Juli 1855. Säulen für Plakatwerbung. Vielleicht kennen sie gar nicht mehr so viele, auch früher standen sie oft rum, die sogenannte Litfaßsäule. Der Buchdrucker Ernst Theodor Litfaß stellt in Berlin die ersten nach ihm benannten Anschlagsäulen für Plakatwerbung auf. Litfaß hat durch einen Vertrag mit dem Berliner Polizeipräsidenten Karl von Hinkeldey das Recht zur Aufstellung von 150 Säulen im Stadtgebiet erhalten. Mit einem Darlehen von 25.000 Taler verwirklicht Litfaß seine Werbeidee, welche das wilde Plakatieren an Bäumen, Zäunen und Wänden ersetzen soll. Als Pionier moderner Wirtschaftswerbung gilt der US-amerikanische Zirkusdirektor Phineas Taylor Barnum. Er erkennt als erster den Wert der offensiv vorgetragenen Reklame. Mit überschwänglicher Rhetorik, sensationell aufgemachten Zeitungsanzeigen und Plakaten sowie immer neuen Tricks verblüfft er die Öffentlichkeit. Lange Zeit waren Aushängeschilder an Häusern und die Bemalung von Außenwänden die wichtigsten Formen der Wirtschaftswerbung auf Straßen und Plätzen. 1832 erfand ein Wiener Kaufmann die Anschlagkästen, in denen die Publikationen mit Drahtgittern geschützt waren. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts sieht man in London Sandwich-Männer, die Plakate am Körper tragen. Der Durchbruch in der Außenwerbung gelingt aber erst mit der Litfaßsäule. Für die Herstellung von Plakaten eignet sich besonders die Drucktechnik der Lithografie, die seit 1846 auch Farbdrucke ermöglicht. Zunächst handelt es sich vor allem um Schriftplakate. Erst Ende des Jahrhunderts werden auch sogenannte Künstlerplakate populär. Jetzt haben wir mal wieder eine, sagen wir nicht so ganz bahnbrechende Erfindung, aber immerhin eine Erfindung, die sich bis heute gehalten hat. Und es war wieder ein Deutscher, ne? Hier haben wir ein Bild dazu, Berlins neue Anschlagsäulen mit der Litfaßsäule erhält der öffentliche Raum einen Werbeträger, der das Bild zahlreicher Städte bis in das 21. Jahrhundert prägt. Lithografie von P.G. Nordmann um 1855. Meine, ihr kennt sie sicherlich alle, aber hier haben wir nochmal ein Bild von damals. Von einer der ersten Litfaßsäulen. Ne? Weiter geht's mit der Entdeckung einer Krankheit. 1855, Bronzekrankheit beschrieben. Der britische Arzt Thomas Addison schildert als erster das klassische Krankheitsbild einer Nebennierenrindeninsuffizienz. Addison beschäftigt sich intensiv mit dem Erscheinungsbild einer Form der Blutarmut, die später perniziöse, in Klammern bösartige,
Anämie oder auch Addisons Anämie genannt wird. Bereits am 15. März 1849 hielt Addison einen Vortrag vor der South London Medical Society. Er beschrieb die Symptome einer sogenannten idiopathischen Anämie, in Klammern spontane, nicht erklärbare Blutarmut, Klammer zu, und berichtete, dass in drei Fällen die Leichensektionen Krankheiten der Nebennieren gezeigt hätten. Er fragte sich, inwiefern die Nebennieren etwas mit der Blutbildung zu tun haben könnten. Die tatsächliche Bedeutung der Beobachtung blieb verborgen, bis Addison 1855 eine Monographie über konstitutionelle und lokale Wirkungen von Krankheiten der Nebennierenrinde veröffentlicht. Anhand von 8 Fällen liefert er die klassische Beschreibung des Krankheitsbildes der Nebennierenrindeninsuffizienz, die später nur noch um geringfügige Details erweitert wird. Wegen der auffallenden Braunfärbung der Haut spricht man auch von der Bronzekrankheit. Addisons Diagnose der zerstörten Nebennieren zeigt, dass diese Drüsen lebenswichtige Funktionen besitzen. 1856 weist der französische Mediziner Charles-Édouard Brown-Séquard im Tierexperiment nach, dass das Entfernen der Nebennieren zum Tode führt. Und hier haben wir mal so einen Nebennierenerkrankten, ein Bild, Kopf des Henry Patton, beide Nebennieren erkrankt. Farblithografie aus dem 1855 veröffentlichten Werk von Thomas Edison. Hat nichts mit Edison, mit der Glühbirne zu tun. Der wurde mit E geschrieben, der hier mit A. Und das ist dieser Erkrankte, ja, da sieht man, ist richtig, ja, so bronzemäßig wie eine Statue sieht er aus, ne? Ja, dann haben wir 1855 die Petroleumlampe erfunden. Der US-Amerikaner Benjamin Silliman erfindet die Petroleumlampe mit nachführbarem Docht- und Zugzylinder. Petroleum wurde erstmals 1819 zum Beleuchten von Gruben in Galizien verwendet. 1837 erfand ein gewisser Beale eine Petroleumlampe ohne Docht, aber mit einer Gebläsevorrichtung, die dem Erdöldestillat genügend Frischluft zuführte, damit es einwandfrei brennen konnte. Silliman's Lampe führt der Flamme den Brennstoff zu, indem das Petroleum durch die Kapillarwirkung des Dochtes hochsteigt. Im Glaszylinder entsteht durch die aufsteigenden heißen Verbrennungsgase ein Sog, der von unten die notwendige Frischluft heranführt. Ja, wieder jede Menge Entdeckungen und Erfindungen am Ende des Jahres 1855. Am 5. Juli 1855 passierte Folgendes. Jacques Offenbach eröffnet an den Champs-Élysées in Paris sein erstes eigenes Theater, die Bouffe Parisienne. Im Winter zieht er in ein größeres Haus mit demselben Namen um. Hier erscheinen die Erfolgsstücke des deutsch-französischen Komponisten. Weiter geht's mit zwei kleinen Randbemerkungen. Der 15. Oktober 1855. Die Eidgenössische Polytechnische Hochschule in Zürich wird eröffnet. Sie ist die erste nationale Hochschule der Schweiz. 2.11.1855. Die Siedler von Kansas, die sich in der Free State Party zusammengeschlossen haben, verkünden die Topeka Constitution als Verfassung von Kansas. Danach ist die Sklaverei abgeschafft. 16. August 1855. Machtwechsel in Mexiko. Mexikos Präsident Antonio López
De Santa Anna wird durch einen Aufstand der Liberalen gestürzt. In der von bürgerkriegsähnlichen Wirren geprägten Folgezeit entwickelt sich Justizminister Benito Juárez García zur führenden politischen Persönlichkeit. Gegen den erbitterten Widerstand der Konservativen wird er 1858 der erste mexikanische Präsident indianischer Abstammung. Der 18. August 1855 kommen wir wieder nach Europa. Konkordat in Österreich. In Wien wird das Konkordat zwischen Österreich und dem Papst unterzeichnet. Damit erhält die Kirche die Verantwortung für die Selbstverwaltung des kirchlichen Vermögens. Ehegerichtsbarkeit, Religionsunterricht an den öffentlichen Schulen und die Zensur von Büchern religiösen Inhalts. Bislang hatte sie nur die Gerichtsbarkeit über den Klerus und die Leitung der Priesterseminare inne. Und ich sage mal, ein kleiner Rückschritt in Österreich zu dieser Zeit. Dann geht's weiter, 1855, Großschleuse in den USA. Der US-Bundesstaat Michigan stellt den Sault-Sainte-Marie-Kanal, einen Binnenschifffahrtsweg mit zahlreichen Großschleusenanlagen zwischen dem Huronsee und dem Oberen See, fertig. Der Kanal ist ein Teil des St. Lawrence-Seewegs. Unweit des neuen Kanals hatten schon 1799 britische Pelzhändler einen Schifffahrtsweg eingerichtet, der allerdings etwas weiter nördlich verlief. Er wurde 1840 bei kriegerischen Auseinandersetzungen zerstört. Die neue Binnenwasserstraße muss unter anderem die Stromschnellen des Sainte-Marie-Flusses umgehen, die etwa 14 Meilen unterhalb des oberen Sees über 6 Meter tief hinabstürzen. Der Kanal überwindet den Höhenunterschied in einer der größten Kammerschleusen der Welt. Die Sioux-Schleusenanlage besteht aus einem Ober- und einem unterwasserseitigen Vorhafen, die die Schleusentore fassen, sowie der eigentlichen Schleusenkammer. Die Kammer lässt sich direkt durch die Tore hindurch fluten und entleeren oder über kurze Umwegkanäle, die um die Schleusenhäupter herumgeführt sind. Der neue Kanal entwickelt sich in dem rohstoffreichen, dünn besiedelten Gebiet zu einem wichtigen Ferntransportweg. Transportgüter sind Eisenerz, daneben aber auch große Mengen von Kohle, Kalksteinen, Schotter, Bauholz, in späteren Zeiten auch Öl. Und da haben wir ein Bild davon, das ist allerdings aus der neueren Zeit. Ein Frachter fährt in die Sioux-Schleuse des Sainte-Marie-Kanals. Die Wasserstraße zwischen den USA und Kanada ist eine wichtige Handelsroute. Wir haben auch gerade einen Tanker, der da drin fährt. Hier haben wir ein Bild davon. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Na? So, selbst zu der Zeit hat man schon imposante große Bauwerke geschaffen. Jetzt waren wir wieder überrascht, was da alles möglich war, ohne die Technik, die man heute schon hat. 1855. Drehbank wird zum Automaten. Unabhängig voneinander entwickeln Elisha K. Root und Samuel Colt einerseits und die Ingenieure Jones und Lenson andererseits die Drehbank zur Revolverdrehbank weiter. Das Prinzip der Revolverdrehbank besteht darin, an einem drehbaren Werkzeugträger, dem Revolverkopf, mehrere unterschiedliche Drehwerkzeuge anzubringen und sie nacheinander in Arbeitsstellung zu bringen. Dadurch müssen die Werkstücke nicht für jeden Bearbeitungsgang auf andere Drehmaschinen umgespannt bzw. immer wieder die Profildrehstähle gewechselt werden. Damit wird die Produktion exakt gleicher Fertigungsteile möglich, was vor allem bei Serienprodukten wichtig ist, weil die Einzelteile ganzer Brauereien
Entschuldigung, Bauserien damit austauschbar werden. Die Revolver-Drehbank stellt auch den ersten Schritt zum Fertigungsautomaten dar. 1873 entwickelt Christopher M. Point Spencer aus den USA die Revolver-Drehbank zum Hartford-Werkzeugautomaten weiter, bei dem Nockenhebelsteuern, die die Werkstücke nachschieben und die Werkzeuge wechseln. Nochmal ein Bild von der Drehbank. Halbautomatische Revolver-Drehbank von 1910. Bei dieser elektrisch betriebenen Drehbank können nacheinander verschiedene Werkzeuge in Arbeitsstellung gebracht werden, um zum Beispiel Gewinde zu drehen. Ja, eine Erfindung nach der anderen zu dieser Zeit. Ja, hier haben wir die Drehbank. Ist auch immer interessant. Muss nicht immer um politische Geschichte gehen, denke ich mal. Aber was so alles zu so einer Zeit, zu dieser Zeit erfunden worden ist, ist schon wirklich sehr gut. Ja, weiter geht's mit schon dem Jahr 1856. 15. Januar 1856. Die Siedler des US-Bundesstaates Kansas wählen eine die Sklaverei ablehnende Legislative bzw. Regierung. In Klammern Topeka-Regierung, Klammer zu. Damit hat Kansas, das seit 1854 einen Sklaverei-Befürworter als Gouverneur besitzt, zwei gesetzgebende Gewalten, eine Sklaverei-freundliche und eine Sklaverei-feindliche. Die Folge ist ein blutiger Bürgerkrieg. Dann haben wir noch 1856 ohne Datum. Townsend Harris wird der erste Konsul der Vereinigten Staaten in Japan. Er residiert zunächst in der Kleinstadt Shimoda, darf aber 1857 in die Hauptstadt Edo, heute Tokio, umziehen. Ein weiterer Punkt ohne Datum. In der Kokerei von Lebrun in Commentry, Frankreich, dann wahrscheinlich ja Lebrun, in Commentry, Frankreich, wird der erste Koksofen eingerichtet, der die Gewinnung der Nebenprodukte Teer und Ammoniak zulässt. Dann kommen wir zu wieder etwas politischeren Sachen. Da haben wir als erstes den 29. Februar 1856. Canning in British Indien. Charles John Earl Canning wird als Nachfolger von James Andrew Brown Ramsay, Earl of Dalhousie, Generalgouverneur von British Indien. Während Dalhousies Amtszeit seit 1848 haben die Telegrafie und die Eisenbahn ebenso Eingang in British Indien gefunden wie viele andere europäische Errungenschaften in Verwaltung, Handel und Verkehr. Dann der 1. März 1856. Reichsrat tagt in Kopenhagen. In Kopenhagen tritt der erste Reichsrat nach der neuen dänischen Verfassung von 1855 zusammen. Er behandelt die Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg als rechtloses Land. In Schleswig werden viele Deutschgesinnte vertrieben oder Repressionen ausgesetzt. Schule und Kirche werden dänisiert. Der Reichsrat ist seit dem späten Mittelalter Teil des dänischen Staatswesens. Er nimmt neben dem König an der Regierung teil. Große Bedeutung hatte die Körperschaft in der Zeit der Kalmarer Union 1397 bis 1523. Zwischen 1854 und 1863 hat der Reichsrat vor allem beratende Funktion. So, liebe Schleswiger, liebe Holsteiner und liebe Lauenburger, so geht's einem, wenn das Land einem nicht mehr gehört und andere regieren, ne? Sollte euch eine Warnung eigentlich sein, aber ihr kümmert euch ja nicht mehr um die Geschichte, sondern nur um 12 Jahre von der Geschichte.
Da haben wir ein Bild, Häuserreihe in der alten Fischersiedlung Holm in Schleswig. Die Stadt und das gleichnamige Herzogtum sind ein ständiger Zankapfel zwischen Dänemark und dem Deutschen Bund. Der dänische Reichsrat betreibt die Dänisierung Schleswigs. Tja, ihr sorgt heute dafür, dass es bald die Islamisierung Schleswigs gibt, ne? Mit euren Wahlergebnissen, ne? So, da haben wir ein Bild von diesem Zankapfel zwischen Dänen und Deutschen. Und dann der letzte Punkt heute, Krieg in Mittelamerika, 9. März 1856. Die Republik Costa Rica erklärt Nicaragua den Krieg. Diesem Schritt schließen sich Guatemala, El Salvador und Honduras an. Die Kriegserklärung richtet sich gegen den US-amerikanischen Söldnerführer William Walker, der seit 1855 faktisch die Macht in Nicaragua ausübt, ein Jahr später sogar das Amt des Präsidenten übernimmt. Tja, wieder mal die US-Amerikaner, ne? Walker ist ein Abenteurer mit einer romanhaften Karriere. 1824 in Nashville, US-Bundesstaat Tennessee, geboren, ließ er sich zum Arzt ausbilden, arbeitete zwischenzeitlich aber auch als Rechtsanwalt und Journalist. Sogar als Freibeuter in der Karibik versuchte Walker sein Glück. 1835 rief er im mexikanischen Niederkalifornien eine unabhängige Republik aus, aber der Versuch, einen eigenen Staat zu gründen, scheiterte. Kurz darauf wandte sich der Abenteurer Nicaragua zu. Dort war 1855 ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Die liberale Kriegspartei rief den Söldnerführer zu Hilfe. Walker stach von San Francisco aus mit 57 Mann in See, übernahm die Macht in Nicaragua und herrscht seitdem als Oberbefehlshaber der Armee. Schau an, nur 57 Leute haben gereicht. Die Moslems brauchen auch nicht die Mehrheit hier, um irgendwann hier alles zu übernehmen. Sie sind ja gerade dabei. In Nicaragua beginnt Walker damit, Europäer und Amerikaner anzuheuern, um die anderen zentralamerikanischen Staaten anzugreifen. Daraufhin rüsten sich Guatemala, El Salvador, Honduras und Costa Rica zur Gegenwehr. Walker lässt sich dennoch 1856 mit Unterstützung der Vereinigten Staaten zum Präsidenten wählen. Wegen eines Streits über die durch Nicaragua führende Transitroute New York-San Francisco kommt es jedoch kurz darauf zum Bruch mit der US-Regierung und Walker steht seinen feindlichen Nachbarn ungeschützt gegenüber. Der anhaltende Krieg in Mittelamerika bringt ihn in schwere Bedrängnis. 1857 muss Walker in seine Heimat fliehen. Tja. So haben schon immer überall rumgerührt, die Amerikaner. Hier haben wir noch ein Bild von diesem Herrn. Der US-Söldner William Walker versucht vergeblich, sich in Mittelamerika als Territorialherrscher zu behaupten. Xylographie in der Zeitschrift Le Illustration 1856. Und da haben wir den Herrn, der sich anschickte und wollte Mittelamerika erobern. Da ist er. Ja, das war's für heute. Ich will es halt nicht ganz so lange machen, obwohl es sind schon wieder 24 Minuten, wie ich sehe. Nur so als kleiner Vorgeschmack. Beim nächsten Mal geht's um das Ende des Krimkrieges, seine Folgen. Ja, und zum Beispiel auch eine Erfindung von Siemens. Nur so als kleiner, ja, Appetitanreger fürs nächste Mal, dass ihr da hoffentlich wieder reinschaut. Ich wünsche euch noch einen restlichen schönen Mittwoch und mal schauen, vielleicht mache ich sogar weiter. Irgendwie bin ich noch gar nicht müde heute. Ich weiß nicht, aber ich übertreibe da manchmal. Wie gesagt, ich muss immer ein bisschen auf die Gesundheit achten. Das kommt dann mal plötzlich. Schauen wir mal. Wie gesagt, einen schönen Mittwoch noch. Bis zum nächsten Mal. Euer Egon. Haltet die Ohren steif.